begrüße ganz besonders Herrn Staatssekretär Hofelich vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft als Vertreter des Landtags. Wie war denn Ihr Eindruck vom Open House bisher? Waren sehr viele Anregungen, die ich mitbekommen habe. Und für mich ist es interessant, den Überblick zu gewinnen. Wo geht die IT-Welt insbesondere in Richtung Industrie 4.0 hin? Die Veranstaltung gefällt mir sehr gut, auch sehr offen. Ich bin natürlich ein bisschen Insider, da ich früher selbst am FZI tätig war, ne, und eine Ausgründung gemacht habe vor 10 Jahren. Welches Forum haben Sie besucht? Ich bin wegen der Automobilvorträge gekommen. Das ja alle natürlich aus eigenem Interesse, auch die mit Mobilität und Automatisierungstechnik, fand ich am spannendsten. Bisher sehr interessant auf jeden Fall, schon einiges gelernt. Es ist auch immer ganz schön, die ganzen Sachen, die so geforscht werden, auch mal ein bisschen praxisnäher in den Living Labs einfach zu sehen und auch in den Vorträgen einfach mehr über die Projekte zu erfahren, die eben auch am FZI hier auch mit den Industriepartnern eben umgesetzt werden. Sehr interessant. Wir haben verschiedene Projekte gesehen und verschiedene Partner von FZI, die interessante Sachen selbst machen. Wir sind selbst ein Partner von FZI und es ist interessant zu sehen, was andere auch machen. Ja. Es ist interessant, weil es gibt sehr wichtige Ansprechpartner. Wir haben beide die Forschungsseite und auch politische Seite zusammen mit dem technischen Ansprechpartner auch.